Mara Quell aus Rottgau ist 19 Jahre. Sie beschäftigt sich jeden Tag mit dem Lebensende anderer Menschen. Zusammen mit einer Ärztin ist sie bei Klaus-Peter Bönnebruch. Der Rentner hat Krebs und eine Atemwegserkrankung. Er möchte nicht mehr ins Krankenhaus zur Behandlung und zu Hause in seiner gewohnten Umgebung sterben. Die Ärztin des Palliativteams spricht über seine Behandlung. Mara hört einfach nur geduldig zu, zeigt Verständnis. Es ist eine lockere Atmosphäre. Ich werde jeden Tag damit konfrontiert in der Arbeit und dadurch ist es für mich einfach kein Tabuthema mehr geworden, weil es wichtig ist, es kommt auf uns alle irgendwann zu und wir müssen uns alle irgendwie damit auseinandersetzen, ob bei uns selber oder eben im Freundeskreis, in der Familie. Deswegen ist das für mich jetzt definitiv leichter geworden. Tod, Sterben, ein Tabuthema in der Gesellschaft. Mara ist auf einem Seminar mit anderen jungen Leuten, die alle ein freiwilliges soziales Jahr machen. Es geht um letzte Hilfe. Ihre Arbeit im Palliativteam Frankfurt und der tägliche Umgang mit Menschen am Lebensende hat die junge Frau verändert, zum Positiven. Vorher wusste ich überhaupt nicht, dass es sowas gibt. Und deswegen war es umso schöner, da eben zu sehen, was für Möglichkeiten gibt es, wie kann ich auch persönlich helfen. Habe ich auch viele Sachen natürlich gelernt und das hat mir total viel gegeben und mich sehr bereichert. Seminarleiter Boris Knopf erklärt in dem Kurs, wie geholfen werden kann, Sterbenden am Lebensende zu helfen. Es ist wie eine letzte Reise, die Vorbereitungen braucht. Auch für Angehörige ist das Palliativteam da. Das will er den Kursteilnehmern vermitteln. Vor allem, dass sie verstehen, dass wenn sie sich mit dem Thema Tod und Sterben beschäftigen, man ihnen schon im Vorhinein Ängste nehmen kann, die sie vielleicht gar nicht brauchen, wenn sie sich dem Thema zuwenden wollen. Aber das kostet Überwindung, das kostet auch Mut. Aber das versuchen wir in den Kursen auch sehr unbeschwert rüberzubringen. Das Thema Sterben verdrängen viele, oft bis es jemand aus der eigenen Familie trifft. Palliativteams wollen professionell unterstützen. Hier setzt der Kurs an mit dem Titel Letzte Hilfe. Die jungen Menschen geben uns auf der einen Seite wichtige Impulse für unsere Arbeit, weil sie sehr unvoreingenommen auf das Thema Tod und Sterben zugehen und uns dann auch kennenlernen und auch lernen, wie unbeschwert wir damit umgehen. Und im Umkehrschluss nehmen sie natürlich auch viel Erfahrung aus dieser Zeit im FSJ mit und können das Thema auch zurück in die Gesellschaft tragen. Die letzten Tage oder Stunden des Lebens so angenehm wie möglich machen. Weil Sterbende nicht essen und trinken, werden ihre Lippen befeuchtet. Das empfinden sie als angenehm, macht aber die Seminarteilnehmer verlegen. Und dieses verlegene Lachen kommt vor allem deshalb, weil der Mund einfach eine ganz ausgeprägte Intimzone ist. Da lasse ich nicht jeden gerne ran. So nah war Mara privat noch nie an Sterbenden. Den Tod ihres Großvaters hat sie als Kind erlebt. Also es war auch eine längere Zeit, über ein halbes Jahr und schon immer wieder sehr intensiv, weil es ganz oft der Anruf kam, okay, wir sollen jetzt nochmal vorbeikommen und es ist jetzt soweit und es dann doch nicht war. Und irgendwo war es dann schon auch eine Erlösung, dann endlich zu hören, er hat es geschafft und ihm geht es jetzt besser, wenn er eben nicht mehr die ganze Zeit leiden muss. Dass sie gelernt hat zu helfen, erleichtert Mara die Hausbesuche als Palliativbetreuung. Dafür bekommt sie oft den Dank von Angehörigen und Menschen auf ihrem letzten Lebensweg. Wenn junge Menschen sich auch für diesen Beruf interessieren und auch dann ihren Mitbürgern die Unterstützung geben, die kranken Menschen brauchen. Bei mir trifft es ja in dem Fall zu. Und ich bin sehr dankbar, dass wir die junge Dame kennengelernt haben. Und wir freuen uns, wenn wir sie wiedersehen. Die Mitarbeit in einem Palliativteam hat Mara gestärkt. Das freiwillige soziale Jahr ist bald zu Ende. Und die anfänglichen Berührungsängste mit dem Thema Tod hat sie nicht mehr. Wir haben einfach super Kontakte in der Arbeit. Ich kann mich sehr gut mit meinen Kollegen unterhalten, wenn irgendwas bei mir ist. Und ich kann es tatsächlich auch irgendwie ganz gut trennen zwischen Privat und Arbeit. Also das fällt mir doch irgendwie leicht. In einem Sozialberuf arbeiten kann Mara sich nach ihrem freiwilligen sozialen Jahr nicht vorstellen. Aber ehrenamtlich in einem Hospizdienst mitarbeiten, das würde sie gerne machen.